Und willkommen zurück in Wilden Westen, Leute. Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, wie versprochen, machen wir mit der Hauptstory weiter. Und wir sollten dazu zum John Marston reiten. Der ist auch gleich hier in der Stadt. Da schauen wir noch gleich mal, ob wir den finden. Der müsste irgendwo hier vorne rumkrebsen. Du kriegst kein Geld von mir. Ganz sauber, oder was? Also schauen wir doch mal, ob wir den hier finden. Er hat ja gesagt in der letzten Folge, er schaut mir nach Valentine, was da in der Stadt so geht. Da ist er auch schon. Irgendwo wollen sie hier unsere Hütte Hühe anbinden? Nee. Good morning, Mister. So, feeling better? How's the scar? I heal pretty fast. Lucky you. So you just lazing about, or you got any leads? I got something. You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money. Until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you. We try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Saying things. Oh, yeah? What do you mean by that? I was a prize pony once. Now I'm a workhorse. Listen. Dutchies. But, well, you was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkerton's here. New century's coming. This life, this way, well, die letzten ihrer Art, die so leben. We ain't long for it. Ja, ein paar Gangs gibt's schon noch, aber. For me, yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something. There's a hitching post over there. Tether the horse and I'll meet you across the street. Morning. I already don't like how this is going. Okay, wir bauen unser Pferdchen an. Der fängt bestimmt wieder irgendeinen Streit an jetzt, ja. Morning, Mister. Will er jetzt ein Waffengeschäft überfallen? Gun store. Yep. Can you head in, pick up a sniper rifle? I'll explain later. Don't you wear yourself out now. Hello. How can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Yeah, shouldn't be a problem. If you want to see what we've got, it's all in the catalog here. Schauen wir mal Katalog durch. So, Pistolen, Gewehre, Repetiergewehre, oder was ist denn das? Repetiergewehre? Nee, das ist ja noch. Muss ich jetzt habe Flinten? Nee, Munition. Gewehre. Da haben sie was Schönes. Ja, kostet nichts, nehmen wir gerne das hier. Haben die noch was anderes? Ein bisschen Geld hätte ich, ja? Nee. 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 Okay. Nehmen wir das, was umsonst ist. Was anderes ist gesperrt. Werden wir wahrscheinlich später erst in der Story bekommen. Komponenten. Zielfernrohr. Boah, der mittlere, glaube ich, reicht. Schafft. Von den Werten verändert sich das aber nicht. Schutz. Komm, jetzt lassen wir einfach so, wie es ist, würde ich sagen. Können wir auf den Lauf mal gucken. Drall. Verbesserter Drall. Oh, da geht ein bisschen die Reichweite hoch. Dann nehmen wir das mal rauf. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir das dann so. Munition haben wir hoffentlich genug.
Express. Gewehr mit den Express, normal. Oh, das macht mehr Schaden. Waffen bekommst du mit Pixmark überall in der Welt. Okay, triff dich mit John. Good? Sure. Let's go. Na, wo ist denn der Vogel jetzt? Achso. You best act more civil than last time you was here. Come on, girl. All right, follow me. Why couldn't you have done that? Done what? Bought that gun. I had a run-in with that fella earlier. We ain't on the best of terms. You had a run-in. I've had a run-in with half that town. Calm down. It's done now, ain't it? Why are you being so cagey about all this? Always playing some goddamn game. Me? I ain't the one taking Jack on fishing trips. No, you ain't. If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? Just do one thing or another. Not be two people at once. That's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl. What was her name? Mary? That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. Mach mal mit dem Gaul. So I'm thinking that the herd will make it to auction all right, but a couple of new ranch hands will be collecting on the sale. Doubt the town will care to notice too much. Why we need this rifle you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too close, at least not till we know what we're dealing with. Let's see what we can see from up here. Okay, schauen wir mal. Okay, I think that's them over there. So what now? Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just watch. Schieße näher der Ranger, um sie zu verscheuchen. Das ist der Ranger. Ich kein Ranger. Go on, give him a warning shot. Wo denn? Close enough to make him cut and run. Ich weiß nicht wo. Also, warte mal, wir schauen mal auf die Karte. Ich sehe hier keinen. Hier irgendwo, Ranger.
Warte mal, wir schauen jetzt da, wir müssen darüber schauen. Ich sehe keinen Ranger, Leute. Sieh nicht! Drei Ranger sollen hier sein. Come on, shoot! Wo denn? Da unten, meine Fresse. Put him up. That ought to do it. All right. Let's go round him up. Er wieder komplett nicht gesehen. Let's go get the strays. You ever work on a ranch, Marston? No. You? Oh, day here, there, but not much. Most cowboys I know are dumb as trees. How hard could it be? I guess we'll soon find out. Let's get these things. Bring them back to the yards. Und ich hab auf die Ranch geschossen da drüben. They're pretty scattered. Gib ihn hier, ja. Let's get them all rounded up. Trouble. It'll be quicker this way. Trust me. This ain't the right time for you to be learning how to hurt. Halt eine Minuten drücke, um die Herde auf nur zu bewegen, sich schnell zu bewegen. Ich muss die da hinbringen oder was? Nein. Nein, wo rennen denn die hin? Das ist ein Dreck schon wieder. Boah, ist das ein Scheiß. Was ist denn das für ein Scheiß?
Boah, das ist ein Piss, ey, ganz ehrlich, so eine scheiß Mission. Das gibt mir schon voll auf die Eier. Wo muss ich hin mit denen überhaupt? Wie soll denn da hochkommen? Kann mir das mal jemand erklären? Warte mal, markier's mir mal auf der Karte. Dass ich den Weg weiß. Oh, nicht da lang. Boah, Alter. Was machen denn die? There you go. Whoa. You're going the wrong way. We'll be making next week's auction at this rate. Das ist doch ein Scheißdreck, ganz ehrlich. Das ist ein kompletter Mistpiss. Nicht, das machen denn die? Was ist denn das für ein Scheiß? Nein, es ist ein... Oh, ich trinke durch, Leute. Jetzt rennen sie wieder zurück. Ich flippe jetzt gleich aus ohne Scheiß. Die rennen immer da hinten hin, dann rennen sie wieder zurück. Das ist doch ein Piss, ganz ehrlich. Boah, ich könnte ausflippen. Die rennen komplett woanders hin.
even some. You ain't helping. Mir scheißegal, von mir bleiben die alle hinten. Schafe des Grauens, sag ich nur. Boah, bitte lass die Quest jetzt vorbei sein. Boah, Alter. Fine sheep. They're okay. You seem better around here. I've seen ones with less ambiguity about their provenance. A lot less. What are you trying to say? I'm trying to say you give me 25% kickback, and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure. I'll excuse you for 25%. Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Calm yourself, friend. Just think of it as I'm buying your sins. You're buying. But we're paying. Go on now. Come back after the auction. Sorry, Leute, ein bisschen ausgeflippt, aber das hat mich jetzt aufgeregt. Dutch is waiting for us at the saloon. Yes? Mein Gott, es ist. Watch out! Die wollen überhaupt nicht das machen, was ich mache. 18%. Ja, wo ist unsere Kohle? Still good money. Thanks for all the help with this. Can't herd, can't swim. Give it a rest, will you? We ain't kids no more. No, never really was. Whoa! Easy! All right, get him out of here. Und letzte kommt, du kriegst jetzt erstmal. Du warst brav, gell? Jo. Okay, dann schauen wir nochmal in den Saloon rein, was Dutch zu sagen hat. Compromises. Well, I have never been a man for compromises, and I fear at my age I am too old to check. Gentlemen. Dutch, Leopold. Where have you been? Working. Marston's thing. Good.
And? We're just waiting to get some pay. A few sheep. Leopold, my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen? Drink? Sure. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. Ah, sieht aus, wenn er mal wieder baden müsste. Vanderlyn! Get out here! Get out of here now! Vanderlyn! Oh. You don't know me, but you keep robbing me. My name is Leviticus Cornwall. I am not a man to be messed with by the likes of you. Get out here before I have these men killed. What do you think? Get out here, well, you depraved piece of trash. You start spinning the yarn. When I think the moment's right, I'll make a move. You think I got where I am by letting Scott you rob from me? Vanderlyn, you're done. Now get out here now. Deal with this nonsense. Please, gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another who wants to be the Messiah? Not me. Ich kenne Dinge, oder was? Was ist jetzt los? Oh, ey. Oh, jetzt habe ich die Mission neu gestartet. Ich sage jetzt nicht, ich muss die Schafe nochmal machen. Ich krieg einen Vogel ohne Scheiß. Bitte nicht die Schafe nochmal. So. Nein! How's the scar? I heal pretty. Oh, kann ich den Fortschritt nochmal laden? Fortschritt. Ne. Spiel laden. Oh nee, oder? Oh nee. Jetzt kann ich diese Scheiße nochmal machen, ich krieg einen kompletten Vogel. So you just lazing about. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money. Until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you. We try to collect that money anytime soon. Jetzt kann ich den ganzen Mist nochmal machen, kriegen Vogel echt. You best not cause no more shit around here. Oh. Ey. Jetzt komm. So, I was saying. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut, macht es nochmal und dann steigen wir dann direkt dann dort wieder ein. So,
Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dass ich es schnell wieder hinbekomme. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.